herzlich willkommen zu einem Insider Beat aus Bangkok. Wie man unschwer erkennen kann mit diesem Tuk-Tuk, möchte ich euch heute in die angesagten Sportaktivitäten Thailands mitnehmen. Und ich denke, wir werden jede Menge Spaß haben. Also, let's go! Im ersten Teil sind wir zu Besuch bei den Thai-Boxern. Mit dem Wassertaxi ging es zunächst zum Trainingszentrum. Okay, hier sind wir nun im Trainingszentrum der Thai-Boxer. Schau mal, wie so ein Training aussieht bei dir. Die Sandsäcke hier sind auch nicht wirklich in meiner Höhe angebracht. Noch gefährlicher als ein Sparring beim Thai-Boxen war dann meine Fahrt mit dem Motorradtaxi durch die Stadt zum Rajadhana Stadium zur Fight Night. Thank you.
Das Wettgeschäft boomt und das hört man auch während der Kämpfe und in den Pausen. Warum ist Thai-Boxen so populär hier? Der Sport hat eine lange Geschichte, sozusagen in der Kultur verwurzelt. Also ein Stück weit Tradition und thailändische Kultur. Ja, genau. Thailänder sind so freundlich, nett und friedlich. Warum mögen sie Thai-Boxen? Wir können auch wild sein. Also zur Selbstverteidigung. Also Muay Thai liegt euch sozusagen im Blut. Genau. Was macht es so speziell? Die meisten Boxer starten sehr jung, so mit 3 oder 4. Ich habe viele andere Elemente der thailändischen Kultur entdeckt, wie Stretching oder Meditation. Ja, das ist wichtig. Der Sport braucht alles. Auch mental. Nicht nur Kraft. Und sehr flexibel. Genau. Bekommen die viele Thai-Massagen? Vielen Dank und viel Spaß noch. Anstrengenden Tag mit viel Aktivität habe ich mir jetzt auch eine Thai-Massage verdient.